Peace, Leute. Euer Boy ist zurück mit Videos, die krasser rasieren als Omikron im Altersheim. Ich weiß, ihr habt eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Einen guten YouTuber zum Beispiel. Keine Angst, Leute. Ich beiß nicht. Ich will nur Aufmerksamkeit. Wie die nur 5 Kilometer entfernten Lisas auf Shady Download seid. Rattenscharf auf seinen Samen. Bei mir müsst ihr immerhin nicht Angst haben, dass eure Kreditkartendaten in falsche Hände gelangen, ja? Ich mach das Ganze psychologisch. Ihr denkt, ihr mögt's, aber eigentlich zerfrisst es euch von innen ganz langsam. Aber genug von mir, wie war euer Tag? Nein! Ja, keine Angst. Ab jetzt wird er nicht besser. Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Viele Leute wundern sich ja in den Kommentaren, warum ich im Intro rote Haare habe und dann im Video nicht mehr. Zu meiner sehr großen Freude. Was ist? Wie kann das sein? Meine Welt steht Kopf! Und ich... Leute, diese Aufgabe stelle ich euch für alle, denen das alles ein bisschen zu kompliziert ist. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie das sein kann. Wer die richtige Antwort hat, bekommt von mir ein Herz. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einem Video, wofür ich mir extra die Haare entfärbt habe. Du Schlingel! Das Ding ist ja, wir lieben Supermarkt-Horror-Games, oder? Es gibt doch nichts Geileres auf dieser verehrten Erde, als an der Käsetheke sich den gammeligsten Stinker aussuchen zu dürfen, dabei einen Jumpscare nach dem anderen einzutüten. Und das ist noch nicht alles, ja? Noch mehr als einfach Supermarkt-Horror-Games per se, lieben wir Supermarkt-Horror-Games in Pixelgrafik. Wenn ich einfach nur einen Würfel mit Einkaufswagen spielen dürfte, dann wäre mein Leben perfekt. Ein ganz herzliches Willkommen zu Experiment Groceries. Ein Game, wo unsere kühnsten Träume wahr werden. Steht er auch irgendwie auf einen dramatischen Eintritt oder gibt's in dem Markt einen fucking Drive-In, Alter? Ich sehe mich schon mit so einer Liste an dem Lautsprecher vortreten. Einmal ein 6er-Pack Freilandeier. Was? Darf ich nicht verstehen? Freilandeier. Geizenkrötchen? Das wird ein Traum, Alter. Shopping List E. Sehr schön. Oh, wow. Das ist natürlich recht übersichtlich. Treten wir durchs Kühlhaus ein? Oder? Zeig mir gedacht. Du packst natürlich am weitesten entfernt von diesem verschissenen Eingang, wie es geht. Der Typ mag einfach auch nicht, wenn er gemocht wird. Das ist, oder, also, sympathisch rüberzukommen, ist halt auch dezent überbewertet. Hallöchen. Gut, hier zu sein in Ihrem bescheidenen Etablissement. Ich sehe, haben Sie einen sehr großen Sack, junge Frau. Darf ich Ihren großen Sack mal bitte anfassen? Darf ich Ihren großen Sack zierlich umgarnen? Okay, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. So, was trinkt denn der Abend hier? Cola, Pizza, Taco, wow. Ich bin so ein richtiges kleines Leckermäul. Ja, wahrscheinlich liegen hier die Eistüten blanko rum, oder? Was ist denn das für ein Hygienestandard, Alter? Bye. Sie legen ja auch ihre Säcke aufs Förderband. Sollte mich eigentlich nicht wundern. Ist ja alles alle. Ach, natürlich, die Tacos. Die sind frisch gepflückt vom Taco-Baum. Darf ich die... Ach so. Ah, ich bringe jedes Ding einzeln. Wie war das nochmal mit dem Würfel und dem Einkaufswagen? Letzteres hätte ich an dieser Stelle doch gerne. Das Spiel ist amazing. Ey, guck nicht so, das ist mein voller Ernst. Ich kaufe jetzt einen Taco, Alter. Mehr habt ihr halt auch nicht. Warum? Ey, ich will aber nicht den Scheiß von den anderen. Gemüren und so. So ungesundes Gemüse und alles. War aber 96,2? Hatte ich vorher 100? Ich hab's nicht gesehen da oben. Hat das jetzt fast 4 Dollar gekostet? Die sind bio, ne? Die sind ungespritzt. Oh, Alter. Gleich kommt Jumbo Schreiner und testen sich hier durch. Das müsste eigentlich genau sein Vibe sein. Ich habe 3 Dinge auf der Liste und ich vergesse das alles wieder. Okay, ich kann das aber auch abhaken. So, warte mal. Cola. Das hier vielleicht rot? Warte mal. Canned Food. Mist. Können wir das mit Wasser aufgießen und dann... Ah, hier. Okay, verstehe. Ich dachte, ich brauche mir ein kleines Süppchen. So. Ich bin gespannt, wie viel die kostet. Im Wucher hier, Alter. Ah, sie haben ein Klöchen. Oh, das ist sogar betretbar. Alarm! Das hat sogar einen fucking Raketenwerfer, Alter. Lenkraketen kommen da raus, wenn dir nicht die Hände wäschst. Ja, sehr schön. Ist ja irgendwas Sinnvolles finden? Ja, sehr. Hier ist die Wursttheke. Bediene dich. Ich kann pinkeln?
Game Design. Manchmal gibt es so Momente, wo ich mir denke, ich möchte auch nicht wirklich mehr von einem Spiel haben als sowas. Ist es immer zu viel verlangt, Alter? Kann ich hier auch? Warum kann ich das nicht immer? Immer, überall, zu jeder Zeit, in verdammt jedem Spiel, was mir unter die glitschigen, schmierigen Taco-Finger kommt. Wieso ist das so kompliziert? Und bei den Damen auch, komm, da wird nur einer reingesetzt. Hey boy. Sehr schön. Es wäre jetzt geil, wenn mir dafür auch irgendwie Geld abgezogen wird und ich verpinkel einfach irgendwie so $100 oder so. Das würde ich feiern. Die mysteriöse Tür. Was sich wohl dort hinter befindet. Okay, ich brauche noch so eine Pizza, Alter. Warum sind die? Wahrscheinlich nicht im Café. Oh mein Gott! I've got you in my sights. Alles in Ordnung? Ich würde gerne so einmal rundherum laufen, bis es knackt. Aber wahrscheinlich kein angemessenes Verhalten oder so. Kann ich mich hier noch irgendwie... Oh ja, gib mir die Soße, Baby. Die habe ich extra für dich ausgesucht. Komm, zieh die übers Band. Ich mag's, wie du Dinge übers Band ziehst. Ja, ja. Schön die Händchen auf. Grab the whole damn thing und... Die packt es einfach ein. Ich muss ja auch ein bisschen hier fürs Wochenende irgendwie vorbereiten, ne? Also ich meine, sonst komme ich hier morgen wieder her. Und ganz ehrlich, wer würde das schon wollen? Komm, ich nehme hier so einen Jumbo-Schreiner-Burger. So, wie viel kostet der? 12,99 bestimmt. Oh, gar nicht. Also für die, dafür, dass da bestimmt ein Kilo Fleisch drauf ist, da packe ich mir noch ein paar ein. Ne, warte mal, ich gucke jetzt erstmal nach der Pizza. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Ist denn hier was? Oder ist das hier die Pizza? Newspaper! Naja, ich meine, wenn man es mit Käse überbackt. Ah! Natürlich! Verstehe. Das. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr so viel Hunger, aber. Schön, schön. Ich bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt, ja? Shopping Bags. Danke. Für ihren äußerst üppigen Sack. Ich gehe dann mal. Die guckt mich übelst vorwurfsvoll an. Ob es an dem mangelnden Bewusstsein meiner sehr, sehr abstrusen Ernährungsweise geht, ich weiß es auch nicht. My car! Schon mal geil. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß. Ich habe auch echt am Abend nichts anderes zu tun, ne? Oh, was verzehren wir denn heute? Bier, Donuts, Pizza. Es wird immerhin schon mal besser. Irgendjemand hatte sehr viel Durst, ne? Gnädige Frau. Und Wut. Wut und sehr viel Durst. Ja, genau. Frisch gezapft ist. In einer Pappflasche. Das ist auch mal schön. Ne? Ich weiß, die ganze Welt wird sicherlich bald in einer von Satan beschworenen Welt irgendwie verschwinden oder so ein Scheiß. Aber wo haben sie die Donuts? Die gesprächigste ist sie ja auch nicht. Oh, ich nehme gleich den. Den würden sie ja sonst eh nur wegschmeißen, nicht wahr? Oh, ich konnte von der Pizza scheinbar nicht genug kriegen. Der Burger hat es mir dann nicht so angetan. Ja, der macht mich ja auch nur dick. Die habe ich wahrscheinlich direkt in den Müll geschmissen. Dann kann sie auch nicht meinen Körper mit ihren Kalorien verunstalten, nicht wahr? Kann ich das hier auch kaufen, den Müll? Warte mal. Ich probiere es mal. Es interessiert mich einfach nur. Ey! Das sieht geil aus, Alter. Was kann ich denn da noch alles Geiles drauflegen? Vor allem, was passiert denn, wenn ich da... Warum habe ich jetzt zwei Beutel? Hallo? Ich bin ein Mann der zwei Säcke, Leute. Ich habe große Probleme. Da bin ich aber gespannt auf den nächsten Tag. So, es ist wieder Hungerzeit. Ich krieg einfach jeden Abend so einen $100-Schein mit von meiner Frau. Dafür kaufe ich dann Bier und Pizza. Ist das nicht amazing? Also für meine Frau jetzt nicht so, aber... Hi, ich bin's wieder. Der einzige Kunde, der das Geschäft am Laufen hält. Der Pinkler vom Wiesenhof, ja genau. Donut, Soße, Taco. Wow, aber was mache ich denn, wenn das alle ist, alles? Dann habe ich gar keinen Sinn mehr in meinem Leben. Könnte ich den Stuhl nehmen? Den würde ich auch kaufen. Das hat der letzte Kunde nicht mitgenommen. Hat halt nicht mehr in seinen Sack gepasst. Wir brauchen gar nicht so gucken. Vorwurfsvoll.
Ich schwör's ihm. Ich kann gar nichts dafür, dass ich mich ernähre wie ein Mülleimer. Jahre des Horror-Games-Konsums haben schwere Schäden hinterlassen. Einfach Soße will der. Einfach nur Soße. Ich nehme den roten Geschmack. Einmal eintüten bitte. Und geben Sie sich ein bisschen Mühe, wenn Sie schon nicht so freundlich gucken. Hey, sorry. Das ist meine einzige soziale Interaktion am Tag. Man kann's... Au, Alter. Ich bin der letzte Tütenbändiger. Krass, dass ich alles drauf habe. Ungeahnte Kräfte. Durch die Zufuhr von reichlich Transfetten jeden Abend und ein bisschen Alkohol. Oh, ich habe auch gar keinen Bock mehr richtig einzupacken hier. Das scheint. Jetzt stehe ich auf dem Kopf, oder? Ne? Ah, da kam plötzlich die Motivation wieder. Verstehe. Ja, gespannt, was ich jetzt zu tun habe. Bier, Pizza, Donut. Wir achten auch auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Also in die Donuts habe ich mich auch ein bisschen verliebt, ne? In die Donuts, nicht in dich. Alter. What the... Oh Gott. Entschuldigen Sie, Sie... Sie haben da ganz viel von Ihrer Unterlippe verloren. Keine Sorge, ich finde Ihnen die wieder. Mal eine andere Frage, wahrscheinlich wichtiger. Unabhängig davon, dass Ihre Organe da gerade rausfallen. Wo haben Sie das Bier? Tell me. Geht's Ihnen gut? Nein. Nee? Nachvollziehbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich habe keine Einkaufsliste. Okay, dann suche ich zumindest ihre Unterlippe, ja? Vielleicht kann ich die hier irgendwo finden. Oh, die mysteriöse Tür, sie leuchtet. Ich bin auf Abwägen, es tut mir leid, ich habe den Minecraft-Serverraum gefunden. Von hier aus werden die ganzen Turniere veranstaltet. Oh, was ist da, Mann? Ist das der Typ, der mich in meiner Toilettenbetätigung beobachtet? Wenn, dann habe ich hiermit kein Problem. Rasse Mensch. Unemployed, also kein Job. Single. Hat einen Führerschein Klasse B. Discovered during the experiment. Favorite Products, Bier, Pizza, Donuts. Hä? Oh, Savvy, oh, die reden über mich. Ich sollte anfangen, Chatter von oben zu lesen. Haven't noticed any form of paranormal phenomenons. Okay. Keine paranormalen, Phänomene gesichtet bis jetzt. Hat die Toilette benutzt? Hat 12 Produkte insgesamt gekauft und sein Lieblingsessen ein Bier, Pizza, Donuts. Wow, die haben echt, aber bitte verkauft das jetzt nicht irgendwie, irgendwie Amazon oder so, sonst krieg ich nur Pop-Up-Werbung. Ich bitte euch. Ich will die gar nicht mehr, ey. Eieieiei. Da geht's noch ins Kühlhaus. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Zum Glück, gibt's diese Glowing Orbs, damit ich weiß, wo ich den Hausmeister finde. Ich habe sie überall schon gesucht. Ganz dreckig hier auf dem Boden. Deswegen, oh, ich verstehe. Aha. Ich bin mal hier so ein bisschen was wie Monster AG, oder? Toilette. Toilette. Ah, man, fuck you. Ich muss pinkeln, ich muss ganz hart pinkeln, ja? Nein, du hast damit nichts zu tun. Keine falschen Lorbeeren. Nur Ehre, wem Ehre gebührt, okay? Ich gehe jetzt hart austreten. Auch wenn es das Damenklo ist, ist es mir egal. Ich such mir sogar eins aus, ja? Das, was am schönsten ist. Was? Was meint ihr, Leute? Ich nehme jetzt einfach das hier und ich schließe die Tür und dann... Ich habe zu viel Angst, um zu pinkeln. Story of my life, Alter. Ja, was ist denn aber dann hier? Ach so, in der Kiste. Wait. Oh, ich kann dort raus. Ah, I see. Aber wenn das alles ein Experiment ist und sie kontrollieren, was ich mache, sollte ich dann folgen, was auf dem Zettel steht, auch wenn es mit Blut geschrieben ist? Ich habe keine Ahnung. Push hold. Verstehe. Und mein Bier? Ich hab immer noch übelst Durst, Alter. Na toll. Das ist ja ein beschissener Abend. Schade eigentlich. Ich weiß es auch nicht, Leute. Was soll ich denn auch dazu sagen? Es war ein ganz schönes Adventure. So viel steht auf jeden Fall fest. War das Experiment Groceries, ja?
Oh, oh, es gibt ein Outro. The End! Ausrufezeichen. Sehr schön. Er fährt jetzt einfach nach Hause. Gisela, du wirst es mir nicht glauben. Was denn, Heiner? Es war alles ausverkauft. Es tut mir leid. Warum siehst du so blass aus? Es war alles ausverkauft, Gisela. Was, wir fährten da hin nach Ägypten, Alter? Was war das jetzt? War da eine Pyramide? Ah, nee, das war was Ähnliches. Verstehe. Wenn, dann hätten es einiges erklärt. Was auch immer. Okay, liebe Leute, Dankeschön. Mit satten 2 Kilometern pro Stunde braust er davon. Und ich jetzt auch. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja!